Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mattes Barbecue-Welt. Wir machen heute was richtig Cooles. Und zwar habe ich im Internet ein Rezept für Bratapfel gefunden. Und zwar richtig lecker. Also ich muss nochmal dazu sagen, ist nicht mein Rezept, ne? Aber ich möchte euch das einfach nicht vorenthalten. Und deswegen machen wir das heute. Das ist übel lecker. Krasse Sache. Gleich vorweg, was wir dafür brauchen, seht ihr wie immer unter unserem Video. Ne? Da könnt ihr runterklicken und da seht ihr auch unsere Instagram-Adresse. Also folgt uns gerne auf Instagram. Und ja, los geht's. So, ich habe hier 4 richtig schöne, monströs große Äpfel gekauft. Ja, also die sind richtig wunderschön prall. Wichtig ist, dass ihr süße Äpfel verwendet. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Also wir müssen die erstmal entkernen. Man kann die auf eine ganz einfache Art entkernen. Da gibt es so ein Steckteil, wo man da reindreht und reindrückt. Das möchte ich aber nicht, denn ich möchte für die Optik, möchte ich den Deckel hiervon haben. Deswegen schneide ich den einmal erstmal ab. Ne? Und dann gehen wir hier schön mit einem schönen scharfen Messer rein und dann schneiden wir hier so ein großes, schönes Karo rein und brechen dann vorsichtig das Kerngehäuse raus. Na, ich werde das hier einfach ein bisschen größer machen. Warum? Weil wir es können. Und weil wir eine richtig coole Füllung haben und da soll natürlich auch möglichst viel von rein in den Apfel. Halte ich mal grob in die Kamera. Weiß nicht, dass man das sehen kann. Und das machen wir jetzt mit allen 4. Jetzt nehmen wir uns das Ganze und dann machen wir da in jeden Apfel so ein bisschen Erdbeermarmelade rein. Ja, ich habe hier so eine Marmelade verwendet, die halt keine Kerne hat. Das ist richtig cool. Schöner Esslöffel da rein. Könnt natürlich auch ein bisschen mehr reinmachen, wenn ihr wollt. So, und dadurch, dass ich das hier, dass das große Äpfel sind und ich das hier so schön weit ausgemacht habe, kann ich auch ohne Probleme das hier ein bisschen reintunken und ein bisschen runterdrücken. Ansonsten funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn ihr jetzt kleinere Äpfel nehmt, dann einfach so ein bisschen aufstocheln oder mit dem Stiel vom Löffel einfach ein bisschen nachdrücken. Ne? Und jetzt, meine Grillraketen, kommt der Hammer. Da kommt Vanillepudding rein. Ne? Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Also ich sage euch ganz ehrlich, brauche ich nicht erklären, wie man Vanillepudding macht. Ne? Im Prinzip ist das ja, kann jedes Kleinkind. So, kleine Kelle und dann geht's los. Richtig schön randvoll machen. Das darf so sein. Fantastisch. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die fertigen Äpfel in so eine Schale gemacht, in so eine Auflaufform. Ich habe den Rest vom Vanillepudding da reingefüllt. Ne? Das wird schön ausgefüllt. Und jetzt machen wir noch die Deckel drauf. Und dann geht es für 45 bis 50 Minuten bei 150 Grad auf den Grill. Und was brauchen wir, wenn wir grillen? Kühles Pilz. Prost. So, unsere Äpfel waren jetzt bei knapp 150 Grad, vielleicht 160 Grad. So circa 50 Minuten auf dem Grill. Was heißt circa? Ziemlich genau 50 Minuten auf dem Grill. Kleiner Tipp, ihr merkt, wenn die Äpfel gut sind, man einfach mit so einem scharfen Messer, Spitzenmesser, wie bei einer Kartoffel beim Kartoffelkochen, einfach hier so reinsticht, ne, und das einfach wieder rausziehen kann. Dann ist der Apfel perfekt. So, meine Freunde, wir richten das Ganze jetzt an auf so einen schönen Teller. Und dann knallen wir außenrum den Pudding. Da ging ein bisschen was daneben. Macht nichts. Dieser Duft.
Also ich weiß nicht, ob man jetzt durch die Kamera den Dampf sieht. Es ist der Hammer. Es ist der absolute Wahnsinn. So. Und jetzt werden wir den Deckel abnehmen. Und hier so ein bisschen an die Seite stellen. Und dann nehmen wir uns ein bisschen Kakaopulver. Streuen das hier so drüber. Fantastisch. So, jetzt bleibt uns leider nichts anderes übrig, als das Ganze zu probieren. So, Freunde, ich werde jetzt einfach mal so einen schönen Mittelschnitt machen. Oh, das ist klasse. Ne, die Erdbeerfüllung. Jetzt hole ich mir noch mal ein Stück raus mit Pudding und Kakaopulver. Und das ist mit Sicherheit richtig heiß. Aber guckt euch doch mal dieses Bild an. Das sieht doch fantastisch aus. Unglaublich. Mmh. Fuck. Entschuldigung. Das ist klasse. Spitzenmäßig. Also, wer sich das ausgedacht hat. Hammer. So, meine Freunde. In diesem Sinne würde ich mich über ein Abo freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder einen netten Kommentar. Macht es auf jeden Fall nach. Und ihr könnt mir gerne auf Instagram liebend gerne die Bilder schicken von dem Nachgemachten. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Und ja, in diesem Sinne grüße ich hier heute, was lange, lange überfällig ist, alle meine Abonnenten, was Instagram angeht und was YouTube angeht. Das ist wirklich lange, lange überfällig. Vielen Dank dafür. Auch die, die mich aufgrund einer kleinen Wette abonniert haben, diejenigen wissen, um wen es geht. Aber ansonsten wirklich, ich meine hier, ich möchte jeden Einzelnen ansprechen, der mich abonniert hat. Das ist echt klasse von euch. Ich liebe euch. Bis dann. Macht's gut.